Wir geben unseren Casanova hinterher, obwohl wir Nackenschmerzen haben. Können wir hier durch? Wir wollen uns ja trotzdem nur weiter umgucken. Nee. Also ich glaube, in dieser Side Story können wir nicht viel sehen. Okay, ich darf es nicht Side Story, es ist Teil der Hauptstory, ja. Sind noch viele Leute. Ist übrigens das erste Mal, dass wir irgendwo sind, wo ganz viele Menschen noch sind und trainieren. Guck mal, hier sehen wir, wie Apps. Oh Gott. Hier sehen wir, warum Apps so stark ist. Aber ich darf hier nicht hin. Wir sind stark genug, wir dürfen da nicht hin. Wir müssen unserem Superbrain folgen hier, unser Super Casanova folgen, der die Wetterfee flachgelegt hat. Nein, das hat er nicht gesagt. Es kommt Tag 2, Lady. Oh, hier sind noch Kinder. Danach kommt Tag 3. Hallo, Miss Potts. Hallo, Miss Potts. Sie auch? Ein Gentleman schweigt. Wow. Ja, so eine kleine Casanova kriegt wohl jede flach. Play, learn and go. Ich muss kurz mit meinem Dad reden. Holst du uns was zu essen? Ja, geht klar. Okay, hol mir was. Also. Con picante. Du kriegst, was du kriegst. Der legt alle flach und hat auch noch in Apps eine Hausfrau gesehen, die, die für ihn das Essen holt. Ich freue mich auch, Abby. Hallo Jordan. Oh shit, Jordan. Hab dich nicht gesehen. Kommst du mit uns in die Serravina? Manny und ich wurden zur Basis bestellt. Was wollt ihr in der Serravina? Das Hotel und die Schule werden evakuiert. Wir nehmen die Vorräte und bringen alle zurück zur Basis. Echt jetzt? Ja, ist es zu glauben? Nach all dem Scheiß ziehen wir uns zurück? Du weißt doch nicht, ob so ist. Wenigstens kommt Leah vielleicht früher vom TV-Sender zurück. Na, immerhin. Ja. Ich muss los. Dein Überleben sei lang. Und dein Tod sei schnell. Den Spruch haben wir schon mal gehört, ne? Oder gelesen. Kann das sein? Und dieser Scar ist auf den Knien, ja? Er betet. Da ist ein mega, mega Geschichtenerzähler. Glückssträhne. Ich hol das auf. Ich brauch nur einen Pasch. Na klar. Gesicht. Gut. Er war nicht tot. Er hat noch 5 Minuten lang gerettet. Ja, gelesen haben wir es. Ja, hier wird ein bisschen Fleisch weggemacht. Ne? Wir haben hier die Vorgänge von Tönnes. Hat er nicht gesagt. Jordan war Ellies erstes Opfer, stimmt. Da ist noch jemand. Wir stellen uns mal in die Essensschlange. Was gibt es heute? Burritos. Wieder mal. Okay. Abby, was machst du? Hey, tenemos prisa, damit respiritos. Hey Mann, da ist die Schlange. Baby, was soll das? Mit der hat er auch geschlafen. Wir gehen an die Front. Komm schon. Du bist so breit. Warum hast du 3? Gib einen zurück. Flip jetzt nicht aus. Mel kommt mit uns. Manny? Wo ist dein Rucksack? Im Zimmer? Warum tust du mir das an, hä? Weil ihr mir beide wichtig seid. Und ich habe genug von dem Scheiß. Sie glauben, wenn sie uns... Weiß sie, dass ich dabei bin? Und ob? Die Waffen sind... Das ist okay für sie. Ja, okay. Warum klingt dein Ja so wenig überzeugend? Liegt an meinem Akzent. Komm schon, sei nicht so paranoid. Ich finde, die haben sich ja ganz cool was aufgebaut. Hat so ein bisschen Mensa-Style, ne? Ich glaube, dir gefällt es, mich zu quälen. Nein. Es ist eine Möglichkeit für euch, endlich weiterzumachen. So, wir gehen hier hoch mit Absicht. Miteinander geredet. Soll ich so tun, als wäre nichts passiert? Natürlich nicht. Ihr müsst darüber reden. Sie wollte Joels Tod genauso wie wir anderen auch. Aber sie ist anders als wir. Sie hat noch nie jemanden so verletzt.
Sie tötet ständig Skars. Nicht so, wie wir Joel getötet haben. Vergiss nicht, wir sind Soldaten. Sie ist Ärztin. Komm, Abby. Sie gehört zur Familie. Tu es für mich. Okay? Ich versuch's. Mehr verlange ich nicht. Erstmal Mund leer machen, bitte. Das ist nicht sehr höflich. Ich muss gerade sagen, dass mich das echt noch triggert, dass ich lieber... Also ganz ehrlich, mein Herz gehört tatsächlich ein bisschen Ellie. Bisher. Pack deine Sachen. Ich hol Mel. Ja. Sei nett. Leck mich. Mein Herz gehört tatsächlich ein bisschen Ellie. Ist ja auch verständlich. Also es wäre auch seltsam, wenn man überlegt, ja klar, ne, ihr Vater ist gestorben, das tut mir auch leid, das wäre auch nicht nötig gewesen. Wissenschaftlerin, hm? Aber wir haben mit Ellie so viele Stunden schon verbracht, wir haben mit Ellie und Joel so, so viel Zeit verbracht und ich glaube, es wäre auch alles andere als normal, wenn wir jetzt nicht Ellie ins Herz geschlossen hätten. Ich glaube, das Spiel würde es ein bisschen triggern. An der Stelle. Klopf, klopf. Abmarsch bereit. Ja, sofort. Was? Welcher Charakter hat denn dein Herz Hey. Erfunden, Ellie? Bist also wieder Lady Utrimov. Naja. Du kannst bestimmt hier bleiben, wenn du fragst. Ich sitze lieber nicht rum, wenn ich nicht muss. Hat Owen nichts dagegen? Was hat Owen damit zu tun? Wir müssen Alice noch abholen. Hey. Gib dir Mühe. Dina ist bisher bei mir noch so sehr unscheinbar. Also... Okay. What the fuck ist das? Und warum sieht die Arena so blöd aus? Sieht ja ein bisschen aus wie... Warum hat man nach dir geschickt? Das ist die normale Rotation, keine Sorge. Hey, ein bisschen von den Farben her falsch. Dem geht's. Ja, aber das falsche Stadion. Schlechter. Inwiefern? Er klagt über Schmerzen in den Handgelenken. Warum blau und gelb? Kann kaum einen Löffel halten. Vielleicht kriegen wir mehr Schmerzmittel für ihn. Du und Owen seid jetzt in Sektion 96? Ja, es ist nett. Viele junge Familien. Seid ihr schon aufgeregt? Wegen des Babys? Wenn man die ganzen Kinder da sieht. Ja, ich bereite mich vor. Viele heulende Babys. Genau richtig für Owen. Er hat's noch gar nicht gesehen. Aber Tatsache ist ein Stadion. Danny unterwegs. Danny. Puh. Schöner Scheiß. Ja. Ja, ich mag lieber andere Stadienfarben. So schwarz, weiß, grün und so. Ja, aber Tatsache, ein Stadion, eigentlich eine super Idee. Stadion kann man ganz gut absichern und man hat eine Menge Platz und du kannst die Tribünen nutzen. Also ein Stadion ist wirklich eigentlich eine richtig geile Idee. Ich meine nur mit meinem Fanherz gesehen sind das falsche Farben. Das ist mal echt eine mega gute Idee. Ich bin gerade an sich begeistert. Alice abmelden. Sie spielt drinnen. Toll. Abby, willst du sie holen? Ja, machen wir. Hey, Mädchen. Oh, sie haben wir bestimmt auch schon getötet. Da ist ja mein Mädchen. Die einzige, die dich ertragen kann. Ist wohl eifersüchtig. Wahrscheinlich war das der Hund eben. Wollen wir zu den Trucks? Gehen wir zu den Trucks. Oh, hallo Bär. Ja, okay, da du so nett fragst. Wer ist ein guter Junge? Ja. Wer ist ein guter Junge? Achso.
hol den Wald. Wir spielen natürlich mit dem Hund. Ja, ich weiß, da stand auch Seattle Stadion. Das stand ja auch drauf hier irgendwo. Los, hoch. Irgendwo stand das hier. Eben. Wo müssen wir denn raus? Hier? Och, Bier ist ein Opfer von Ellie. Ja, hast du. Schwere Nöte. Was macht sie in der Stadt? Irgendwas für Isaac? Mann, sie hat echt einen einsamen Job. Ah, ihr gefällt es. Frag sie mal nach Cumulus-Wolken. Na, wenigstens muss man da oben nicht kämpfen. Ja, wenn einem das gefällt. Mir wäre es ganz recht, glaube ich. Nur Familien zu behandeln. Das Gas würde dir fehlen. Das glaube ich kaum. Ich würde irre werden. Krass. Trotzdem finde ich die Atmosphäre hier richtig cool, wie so ein kleines Dorf. Ein Krankenhaus, okay. Hey, Abby. Hallo. Ruhe in Frieden, Wolf. Hey, Pat. Hey. Hey, Pat. Das Übliche, bitte. Na klar doch. Gracias. Aber wie krass das organisiert ist, das ist richtig cool. Nehmt S24. Also, nicht cool, dass sie sich erschießen, aber ich finde das richtig krass gemacht. Meld uns ab. Danke. Dein Überleben sei lang. Dein Tod sei schnell. Und mit diesem Spruch, den ihr habt, das finde ich auch irgendwie, also irgendwie ist das auch cool. Eingerostet. Aber wir können ein bisschen Munition mitnehmen, sehr nice. Wie wär's mit einem kleinen Wettkampf? Der Verlierer putzt den. Riskant. Ja, müsst ihr auch joggen können. Ich denke mal schon. Da haben wir wohl gewonnen. Nächstes Mal will ich deine Waffe. Ja, es lag nur an der Waffe. Also, wer hätte gedacht, dass wir jemals einen Schießwettbewerb gewinnen? Dreckiges Geschirr. Ah, du bist grausam. Oh, und du kannst meine Wäsche falten. Sollen wir es nochmal machen mit einer anderen Waffe? Schaffen wir die 100 Punkte? Ach so. Okay. Wir können es nur nach hinten und nach vorne holen. Wir lassen es jetzt mal. Gehen wir zur Basis. Ich hätte hier noch Munition. Ja, gerne nehmen wir die Munition noch. Ja, ja. Braves Mädchen. Ich hab dich auch vermisst. Okay, meine Lieben, dann geht's auf in den Truck und dann mal sehen wir, wo es hingeht.